Moin ihr Schlingel und willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Infinite Fusion Nuzlocke Challenge mit mir, euren Nerds. Dieser Typ da. Der da. Genau dieser Typ, also für euch da. Nur damit ihr es wisst, dieser da. Das ist so dieser Pokémaniac mit gewesen, den wir schon einige Male wir mit herausgefordert und besiegt hatten. Und ich hätte nicht damit gerechnet, klar. Wenn ein Zen-Kopfschuss mitkommt, der natürlich super effektiv gegenüber einem Wasserkampf-Pokémon mit ist, zweitrangig. Aber natürlich muss der letzte unbedingt ein Critical Hit mit sein. Und Terry, quasi unser Starter, ist somit jetzt ebenfalls in den ewigen Jagdgründen. Danke dafür. Gut. Da müssen wir aber durchaus durchschwimmen und vorschwerten wollen. Leben geht auch so weiter. Deswegen verabschieden wir uns hier von den Alfruinen und machen uns jetzt erstmal auf in Richtung Route 36. Da waren wir schon mehr oder weniger ja schon mal mit gewesen. Hier haben wir quasi Mogelbaum. Sobald ich irgendwann mal eine Schikikanne habe, das zählt so mit einem statischen Encounter, deswegen darf ich das mitnehmen. Workup kriegen wir hier als als TM. Und ich muss mal kurz gucken, Route 36 hier. Viola City. Routen-Encounter. Okay, ich bin nicht abgeneigt. Deswegen wollen wir doch mal sehen. Hier im hohen Gras. Warte, habe ich überhaupt noch Schutz aktiv? Nee, ich glaube, ich habe keinen Schutz aktiv. Ich tue mal ein bisschen mit Speeden. Nee, ich glaube, hier hat man wohl einfach nur mit vergessen, einen Encounter mit reinzunehmen. Hier tut sich wirklich nichts. Na gut, sprechen wir es mit ihm mit an. Mal sehen. Ich sah hier einen sehr merkwürdigen Baum hier auf der Route. Wenn man quasi anrührt hier, tanzt das. Das ist wirklich sehr cool. Ja, in der Tat. Aber ja, nichtsdestotrotz müssen wir mit bedenken, dass es nicht einfach so mit geht. Da haben wir wieder hier quasi Justine. Was, du schon wieder? Ich bin gerade durch mit durchgegangen. Ich glaube, das ist so ein richtiger Geist. Ja. Ich gehe zu den Alfruinen für sehr, was ich, sehr Wichtiges. Bitte folge mir nicht. Den haben wir doch im letzten Part doch in den Alfruinen gefunden. Weißt du was? Einfach nur so mal hier just for fun. Wir gehen mal zu den Alfred mit hinein und natürlich ist ja hier noch so ein Trainer. Wenn wir quasi schon Yusin dort mit begegnen, dann deutet es schon völlig darauf hin, dass wir ja den unbedingt hier mit wieder bekämpfen müssen. Wahrscheinlich wird auch genau dann hier ein Event mit getriggert für unsere Rätselaktivität. Ich muss mal kurz sehen. Haben wir eigentlich noch genügend Bälle? Ja, gut, Bälle haben wir noch mehr als genug. Super Repel habe ich zwar noch 5 Stück, aber das reicht an sich auch noch mit aus. Ich möchte mal gerne wissen, was wir denn da so Feines mit finden könnten. Und vielleicht haben wir quasi in Viola City dann hier mehr hier in den Gewässern hier die Möglichkeit, dort noch unseren Routen-Encounter mitzuholen. Mal sehen, hier war Kammer A. Und der ist natürlich wieder hier. Woher kommt so dieses Geräusch? Könnte es sein? Okay. Das sieht ja auf jeden Fall ganz anders aus. Das war doch gerade eben, also für euch zumindest gerade eben, für mich schon eine etwas längere Zeit bisher, ist doch alles hier abgedunkelt, ist ja alles hier hell. Die ganzen Abbildungen der ja jeweiligen Inkognitos. Ein, warte, du bist Raikou, oder? Doch, ja, doch, doch, Raikou. Das mysteriöse Biest ist geflohen. Na gut, hätte mich auch jetzt stark gewundert, wenn wir dieses hier in einem Kampf mit hätten herausfordern können. Und Moment mal, habe ich das nicht richtig gesehen? Ja, das sehe ich jetzt, diese Texturen, die sind ja semi-transparent. Junge, das ist ja auch mal ein schickes Detail. Wie geil ist das denn? Niemals hätte ich mit so etwas gerechnet. Geil! Okay. Ich weiß noch nicht, was jetzt hier mit abläuft, aber. Ich glaube, das ist wieder der schon wieder. Was hier, dieses Pokémon ist ja gerade hier aus der Höhle mit rausgerannt. Das wäre ja massiv. Ich habe so einen Pokémon wie dies noch nie mit gesehen. Es könnte quasi jetzt noch irgendwo hier in dem Areal mit sein. Ich wette, nur geskillte Trainer können es quasi mit Herausforderungen mit besiegen. Komm zu uns ins Labor, wenn du weitere Informationen mit benötigst. Und Yusin, was sagst du so? Du hast quasi. Ach nee!
Nee, eine Fusion. Raikun, Suikun. Deswegen steht auch Raikun. Ah, es sollte meins sein. Ich bin derjenige, der quasi ihn mit... Kondigieren so. Wie wär's, wenn wir uns quasi... Später nochmal mit... Ach nee, warte mal, jetzt hören wir quasi so eine Geschichte mit an. Okay. Diese Musik. Oh, das ist eine leicht abgewandelte Form hier aus der Sinnoh-Region. Wenn du hier in den, also in einen der drei Höhlen mit bist, sei es hier für Vesprit, Torputz oder auch Selfe. Ich hörte Gerüchte über ein legendäres Wasser-Pokémon, das hier in Azalea City gesichtet wurde. So, natürlich. Ich bin quasi auf den Weg gegangen, um es quasi ausfindig zu machen. Ich habe quasi den Brunnen mitgeflutet, weil ich davon ausgegangen bin, dass es quasi dieses Pokémon anziehen würde. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Donnersturm, also quasi bis hier ein Gewitter hier mit dem auftauchte. Und da war es, Suicune, das legendäre Pokémon. Aber der Donnersturm hat quasi ebenfalls noch einen anderen Benutzer, also quasi noch einen Besucher noch mit angelockt. Raikou, eines der anderen legendären Beast-Pokémon, hat sich ebenfalls hier quasi gegenüber von Suicune mitgezeigt. Und ich wusste, ich habe quasi nicht so viel Zeit, also muss ich schnell handeln. Ich habe quasi einen DNA-Splicer hier ins Wasser mitgeworfen. Und... ich habe schon damit gerechnet, hier was damit passieren tut, aber leider ist meine Kreation danach mitgeflohen. Ich habe gewartet, dass es irgendwann wiederkommt, aber es tat einfach nicht so mit der Fall. Und eines Tages hörte ich, dass das legendäre Pokémon hier in den Alfruinen quasi mit gesichtet wurde, aber vergebens. Aber es scheint so, als ob du wohl schneller gewesen warst als ich. Danke, dass du meiner Story mit zugehört hast. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr darauf mitgeachtet habe, was der ursprünglich für ein Text mit war, bevor wir diese Ja-Nein-Geschichte hier mit hatten. Mal sehen. Cherrycroft City, wenn du... Warte mal, Cherrycroft City, was bist du denn eigentlich für eine Ortschaft? Fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, da werden wir quasi mit wiedersehen, wenn wir quasi das legendäre Pokémon irgendwie nochmal mit begegnet sind. Oder die legendären Vögel von Kanto irgendwie mal mit gesehen haben. Nehme ich erstmal so mit zur Kenntnis. Erstmal noch eine schöne kleine Story. Deswegen hat er also hier den ganzen Bereich damit geflutet. Okay, kann man gerne mitnehmen. Mal sehen, ich habe quasi mit einem Martial Arts Trainer Chuck quasi mit trainiert. Er ist quasi der Arena-Leiter von Cinnabon City. Aber er sucht quasi nach dem perfekten Training irgendwo auf den Sivi-Inseln. Und das Fall ist, Falkners Vater hat quasi hier als Arena-Leiter hier mit getätigt. Er war quasi ein sehr respektabler Trainer. Es wird quasi für Falkner sehr schwer sein, in seine Fußstapfen mitzutreten. Aber ich bin mir sicher, er macht quasi seinen Namen alle Ehre. Stimmt, Falkner, gegen den können und werden wir auch noch mit antreten. Aber zunächst, wenn wir schon mal hier mal mit sind, schauen wir uns doch mal ein bisschen mit um. So, ein Typ namens Bill hat quasi hier das Pokémon-Lagersystem mitgebaut. Ja, und... okay, ich dachte, es wären sie auch noch so ein paar, sagen wir, ein paar blühende Verfechte hier von Bill. Mal sehen, Team Rocket hat quasi dieses Gute in Kante gemacht, aber hier ein junger Kid hat ihn quasi mit besiegt. Ja, das sind wir. Ich habe quasi... das Ganze hier in den Nachrichten mitgehört. Ja, das sind natürlich wir mit gewesen. Wir haben es quasi mitgemacht. Und du, so feines, Falkner, der Arena-Leiter von Viola City, ist quasi hier ein sehr junger Trainer. Er hat quasi die Arena von seinem Vater mit übernommen. Aber wie ich sehe, macht er hier quasi einen sehr guten Job mit dabei. Können wir eigentlich schon so in die Arena mit rein? Scheinbar schon. Hier scheint aber wieder so ein kräftiger Gewinner mit zu herrschen. Oder wahrscheinlich sind die... okay. Warte mal. Wir sehen sogar hier... ja, das doch, das seht ihr ja auch. Das ist ein Teil von dem hier drüben. Stormwind is blowing over it. Also Strongwind, okay. Wir können definitiv noch nicht hier zu ihm mit hinein. Weil dann hier... ein starker Wind mit herrscht, wollte ich zumindest sagen. Ach so.
Verstehe, man hat also diesen Effekt mit reingebaut, wie es dann auch hier bei Geraldine mit der Fall ist. Okay, also wahrscheinlich müssen wir erstmal hier den Wind erstmal irgendwie mit trotzen oder erstmal mit herausfinden, wie man diesen damit stoppen kann. Aber hier Velocity, wenn wir schon mit dabei sind. Kaskade habe ich natürlich noch nicht und da oben gibt es safe irgendein Item. Aber erstmal, roten Encounter für Velocity, was darf es sein? Remoraid. Und ein Remoraid darf ja gleich mit Rambi fusioniert werden. Obwohl, warte mal, erstmal sehen. Den Shadow Sneak reicht definitiv aus, um das Pokémon mit rauszunehmen. Wir schmeißen mal einen Hyperball. Ich bräuchte mal ein paar Quickbälle. Das wäre echt nicht verkehrt, wenn ich sowas mitbekommen könnte. Weil, wie bitteschön soll ich denn dieses Pokémon denn hier effektiv schwächen? Ich habe praktisch nichts. Gut, Terry muss ich im Übrigen gleich noch mit ablegen. Fällt mir gerade auf, bevor ich den versehentlich noch mit reinschicke. Komm, ich gehe mit Surprise rein. Ich werde dich toxinieren. Ist jetzt ziemlich dumm und riskant. Aber ich möchte dieses Routen-Pokémon gerne zu meinen Gunsten mit hernehmen. Deswegen Toxin. Und dann schmeißen wir jetzt einfach mal hier Bälle. Das Ding ist nur, ich habe jetzt noch maximal 6 Runden, also so gesehen noch maximal 5 Runden, so gesehen jetzt noch Zeit, bis dieses Pokémon besiegt ist. Und das sollte mir jetzt doch die Gelegenheit dazu geben, dieses Pokémon mit einzufangen. Bitte bleibe wenigstens drin. 1, 2, 3 drin. Dankeschön. Man muss ja auf Nummer sicher mitgehen. Mal sehen, ein Chat-Pokémon. Ja gut, ich würde mal sagen, du bist ja dann jetzt noch ein Chat und, also so gesehen, ja, ein sehr schnelles Pokémon. Dann wirst du jetzt quasi zu einer Octillery. Wieder wohl eigentlich ein Rihornia mit einem Octillery womit aussehen würde. Ich möchte es nur zu gerne mit wissen, deswegen... Octo. Ich will wissen, wie dieses Pokémon aussieht. So, und du findest einen Wasserfall. Das läuft quasi hier für alle Zeiten, aber bisher... Warte mal. Was? It's where the sins of water becomes an uninhibited force of nature. Okay, gut, du willst mir also nur irgendwelche Lobreden von Wasserfall mit erzählen. Schön dafür, was er nicht sagt. Also ich konnte jetzt diesen Text jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwie übersetzen, geschweige denn überhaupt, dass man so richtig versteht, was er mir so richtig mitteilen wollte. Sprouts Tower. Stimmt, hier finde ich quasi auch noch einen Routen-Encounter. Nutzen wir doch mal diese Gelegenheit. Ey, du sollst nicht hier sein. Warte mal. Oh, ich werde rausgeschmissen, wenn ich von denen entdeckt werde. Okay, das heißt, ich muss mich an denen da vorbeischleichen. Ey, das ist ja auch eine geile Sache. Kannst du nicht meckern. Ach, verdammt. Das wird doch richtig lustig, aber ich möchte nur zu gerne wissen, finden wir hier eigentlich potenziell einen Routen-Encounter? Wow, das war gerade sehr knapp. Ich meine, wir sind hier im Sprouts Tower, also sollten wir doch vielleicht auch hier einen roten Encounter mitfinden, oder? Bestimmt. Also man sieht, da unten ist ja quasi so ein alter Opi dort mit entlang gegangen. Ich weiß natürlich nicht, was für eine Reichweite die mit haben. Oh, Junge, Junge, Junge. Zum Glück hat er nicht noch ein Feld weiter nach unten geguckt. Oh, da muss ich ja richtig gehend aufpassen. Also ich glaube, ich werde noch einige Male hier rausgeschmissen. Ich darf mich also nicht hier aufhalten. Nein, verdammt. Okay, du wirst wenigstens nur in die jeweilige Ebene wieder zurückgepositioniert und nicht hier komplett am Anfang. Nee. Okay, ich muss ja doch hier eine Ebene wieder. Okay, okay, okay. Das ist zumindest akzeptabel. Gut, wir warten mal, bis der Typ erstmal wieder nach rechts verschwunden ist. Gehen wir jetzt mal den mit vorbei.
Also, ich weiß natürlich jetzt mal überhaupt nicht, was hiermit abläuft. Okay. Diese statischen Encounter hätte ich beinahe damit gesagt. Okay, die dienen jetzt so gesehen ja auch als Ersatz dafür, dass man hier nicht sein darf. Aber das heißt, die sehen mich doch immer, oder? Ja, die machen sich immer zu mir auf den Weg. Okay, ich muss also mich an denen vorbeischleichen. Das ist ja leichter gesagt als getan. Oh, ganzen Sprouts. Nein, 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 nein. Haut mir bloß ab. Na gut, das ist wenigstens lukrativ. Jetzt können wir sogar noch jemand runterfallen. Oh mein Gott. Ultrigari gibt es ja auch noch. Oh mein Gott, Alter, wie schnell. Wie schnell ist es so ein Ultrigari? Hui! Junge, 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 was geht denn hier ab? Sehr schnell hier lang. Scheinbar können hier die. Okay, die Ultri. Wie hat der mich denn jetzt gekriegt? Der war doch eindeutig noch. Nö. Der war doch eindeutig noch ein Diagonalfeld von mir entfernt. Oho. Das zählt so gesehen auch schon. Ach komm schon. Okay, die Eutrigarias, die können hier lediglich sich nur wie Türme mitbewegen. Also lediglich nur geradeaus und dafür ganz schnell. Und hier gibt es sogar noch Löcher, wo du mit reinfallen kannst. Junge, was erwartet mich denn hier? Als ob wir jetzt nicht noch mehr als genug dafür mit haben können. Aber hey, die Sarzeniers, die sind. Ja, okay, komm, das ist lukrativ. Das geht noch. Wie geil ist dieses Rätsel? Ich traue dem Braten doch nicht. Goldbed Roots. Was machen denn diese? Die Goldbed Boots. They can be used to jump over small gaps. Oh! Ich habe doch schon mal was davon gehört. Ist es nicht das Item oder eher gesagt die Möglichkeit, womit wir auch jetzt hier diese kleinen Stellen, die du sonst immer nur von oben nach unten dich bewegen, aber nicht den umgekehrten Fall machen kannst, dass du jetzt einfach sagen kannst, komm, wir gehen gegen die Regel? Ich glaube ja, oder? Okay, zum reinen Spaß. Was machen diese hier? Es ist eine goldene Statue von Bellsprout. Mitnehmen? Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann looten wir doch noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wozu ich die benötige, aber komm, nehmen wir die doch am besten einfach mal mit. Ich meine, hier machen wir noch ein bisschen hier einen auf Diebesgut. Verstehe. Du hast also hier nicht so diesen Weißen hier oben, der dann dementsprechend dich hier zu einem Kampf mit herausfordert, um mir zu prüfen, ob quasi die, oder gesagt, das Vertrauen zu den jeweiligen Pokémon dir gut gewachsen ist und die Bindung einfach sehr stark mit ist. So. Ich habe nichts verbrochen. Ich bin ja ganz unschuldig. Ihr seht mich nicht. Ich bin quasi hier als Geist unterwegs. Okay, gut, da hat er mich. Du sollst nicht hier sein. Aber hey, danke dafür, dass du mich ja quasi hier rauslotsen tust. Weil dann kann ich wenigstens jetzt hier nach unten und mich jetzt hier mit den anderen Sachen beschäftigen, die das Leben schöner machen. Deswegen gehen wir wieder hier mit Retour, gehen einfach hier wieder mit raus und wir haben quasi nichts getan. Und du so feines. Only monks are allowed upstairs, so please stay on this floor if you came here to pray. Ja, wir beten so förmlich. Oh, wir haben jetzt unsere Schweigegelübde mit abgelegt. Wir tun natürlich auch mal überhaupt nichts, dass wir hier wahrscheinlich ja gerade hier als Dieb irgendwie mit unterwegs waren. Würden wir uns ja nie erlauben. Sind die eigentlich etwas wert, diese Items, Bellsprout Statues? It looks valuable. Ich bin mir doch schon irgendwie sicher, dass es doch hier einen Maniac mitgibt, der dann sagt: Hey, komm, hast du so eine Bellsprout-Statue? Ich möchte eine gerne mithaben. Bestimmt. Okay, was haben wir denn hier so Feines? Du bist ein Pokémon-Trainer. Oh! Wir haben Giovanni und Silber hier. Ja, moin, Giovanni. Oh, was geht? Timok hat große Pläne hier für die Welt geschaffen, aber
es ist quasi sehr schwer, diese auch mit umzusetzen, um somit auf das nächste Level mitzukommen. Ich habe quasi die Vertiane City Arena mit verlassen. Der nächste Owner wird quasi sein Rivale Cheater dort mit sein. Das ist ja cool. Das ist cool. Das hat Style. Okay, ich spreche mit dich mal mit an. Ich habe quasi gehört hier, dass Bell Sprout hier im Sprout Tower in der Nacht hier dort oben Wache mithält. Ja, habe ich quasi mit festgestellt. Was? Es ist wahr? Doch, es ist wahr. Ich mein's ernst. Ja, ich habe es gerade mitgesehen. Und du so feines? Ich bin durch die dunkle Höhle hier gegangen und meine Family hier in Blackthorn. Ach so, das ist hier, die letzte Stadt hier, da wo dann hier Sandra mit ist. Das ist eine Blackthorn City. Okay, gut. Es ist quasi ja ziemlich anstrengend, aber hier damit auch somit die schnellste Route. Und du so feines, Wagner ist ein Profi in Sachen Vogel-Pokémon. Du sollst quasi in der Lage sein. Achso. Deine hier wecken Züge sind quasi nicht gut gegenüber Fluggegner. Du könntest quasi mit der Gravität, mit einer starken Gravitation ihn auf dem Boden mit zurückbringen für 5000 Pokédollar. Summer Freeze kannst du mit erlernen. Okay, Gravitation, also hier, diese eine Attacke, okay. Aber immer eins nach dem anderen. Wir schauen uns halt eben dann später mal mit an, was eigentlich so Falkner so mit zu bieten hat. Deswegen wollen wir jetzt erstmal hier noch eine Runde fusionieren. So viel Zeit muss schon mit sein. Ach, halt, Mini, Moment, bevor ich fusionieren kann, ich brauche noch hier den DNA-Splicer. Das muss ich ja noch unbedingt noch mitmachen, sonst kann ich ja quasi keine Fusion mitstarten. Ich habe zwar, glaube ich, noch so ein paar Super-Splicer, aber die möchte ich hier nicht einsetzen. Weil die lohnen sich hier meines Erachtens nicht. Um erstmal wieder 10 Splicer, so viel Zeit muss schon mit sein. Ich habe mit der Dame noch gar nicht mitgesprochen. Pokémon können quasi, können Getränke und Gegengifte mithalten, aber sie sind nicht in der Lage, diese irgendwie auch mit zu benutzen. Das ist richtig. Aber danke für die Information. Wenn ich mir übrigens hier mit rechts gehe, habe ich hier die Schule und habe ich hier noch ein Hotel. Okay, gehen wir erstmal ins Hotel mit rein. Die Fusion, die kann jetzt noch ein bisschen mit warten. Was für Sidequests können wir jetzt denn hier noch mitholen? 2 Stück. A bunch of Pinnacle have started appearing on the city of Cherrycross City. Pinnacle. Ach so, das sind hier Tanzers. Sie explodieren. Sie sind quasi so richtig willig hier zu explodieren, aber ich bin quasi hier um die Kinder quasi hier besorgt. Du siehst doch so sehr stark aus. Dann denkst du, du kannst quasi diese mit beseitigen, oder dass irgendjemand zu Schaden kommt? Ja, kann ich. Defuse the Pinnacles. Get rid of all Pinnacles and Route 31 and 30. Okay, das sollte quasi machbar sein. Hey, ich brauche quasi deine Hilfe. Ich habe quasi hier den ganzen Tag hier bei sonnigem Wetter hier auf gewartet, um quasi mit meinem Slowpoke heute mit rauszugehen, um Blumen mitzuschnüffeln. Also. Ja, Blumen zu schnüffeln und quasi den Duft der Blumen zu genießen. Aber als ich quasi zurückkam, habe ich quasi gemerkt, dass quasi Slowpoke sein Schwänzchen mit verloren hat. Ich bin mir nicht sicher, wie das mit passiert ist, aber es muss quasi irgendwie mit runtergefallen sein, als wir gerade hier an dem Bildschirm mitgeschnuffelt haben, die eine sehr starke Anziehung mit haben. Also brauche ich quasi eine Hilfe, dass du es mir mit erholst. Was denkst du? Ja, okay, wir holen uns quasi mal ein Pokémon oder eher gesagt hier den Schweif eines, eine Route holen wir seitdem damit zurück. Mal sehen. Wir haben quasi sehr lange hier an den Blumen mitgeschnüffelt. Ich bin mir sicher, wo wir das exakt mit verloren haben. Aber irgendwo in VR City ist es definitiv. Ich zähle auf dich. Irgendwo in Umviola City wiederum, da finden wir es dann irgendwo in Slowpoke Tail. Da können wir das doch eigentlich ja beiläufig mal mitmachen. Ich meine, wenn wir schon mal die Gelegenheit dazu mit haben, dann nutzen wir doch das. Aber jetzt fangen wir erstmal an, hier noch Pokémon mit zu fusionieren. Das muss erstmal mit sein. Das bin ich ja quasi generell noch mit schuldig. Also mal sehen. Wir haben jetzt Rambi. Und das muss jetzt mit Okto fusioniert werden. Dann fusionieren wir die beiden doch mal. Wir nehmen natürlich einen DNA-Splicer mit her. Und nehmen jetzt noch Okto. Gut, wir haben Wassergestein oder Wassergestein. Ja gut. Nee, Wassergestein oder Bodenwasser. Wassergestein mal 4 Schwäche gegenüber Pflanze, Schwäche gegenüber Kampf und Boden, als auch Elektrizität. Nicht so toll. Dann nehme ich lieber Bodenwasser. Hat zwar dann nur eine mal 4 Schwäche gegenüber Pflanze, alles andere wird normal, also neutral mit getroffen.
Zwecken Boden, Wasser und wir hatten sogar mit auch eine Elektroimmunität. Los geht's! Ich will wissen, was da rauskommt. Ja, ich meine, man kann darüber streiten, aber hey, komm. Nimmst du an sich auch sehr gerne mit. Wirkt zwar ziemlich deplatziert, aber egal, nimmst du mit, nimmst du mit. Gut, mal sehen, wir bleiben mal bei Rambi. Rocket, wir kriegen quasi keinen Recoil-Damage. Hustle erhöht die einen, also erhöht den Angriff, senkt aber dafür die Genauigkeit. So, was haben wir hier? Wir haben mäßiges Wesen oder neutrales Wesen? Ich meine, Octillery greift dann mehr speziell offensiv an, aber Rihornio ist dann mehr defensive und mehr physisch offensiv. Deswegen gehen wir mal bei einem neutralen Wesen mal mit rein. Gut, mal sehen. Rock Blast. Wir sehen, wir haben Aurora-Strahl, Blubstrahl, Aquapuls und Focus Energy. Ne, Rockblast kommt ja nicht mit rein. Hat zwar eine 90% Genauigkeit und so wie ich mich kenne, trifft es doch eh immer nur zweimal, währenddessen der Gegner immer fünfmal mit treffen tut. Drill Run. Oh, das ist auf jeden Fall eine Step-Attacke, die ich gerne mit reinnehmen möchte. Mit Focus Energy, schön, ja, Kritten. Hubstrahl, Aurora-Strahl, Aquafälle. Das kann mit verwirren, das senkt die senkt die Initiative, potenziell. Es ist schon jetzt ein bisschen blöd, dass man halt eben jetzt hier ein physisch offensives Pokémon und ein speziell offensives Pokémon jetzt hier miteinander mit reinnehmen. Aber so sind nun mal hier die Regeln. Ich muss das nehmen, was halt einfach mit da ist. Takedown nehmen wir definitiv nicht mit, das braucht keiner. Und Steinkante. Verdammt stark, in der Tat. Aber nur 5 AP, 80% Genauigkeit. Trifft zwar auch sehr oft, aber unverhofft kommt noch wesentlich viel öfter. Deswegen nein. Also, wir haben jetzt durchaus schon wieder ein paar neue Kandidaten mit am Start und ich muss dann auch mal so einige Pokémon hier wieder mit trainieren, damit wir dann dementsprechend hier unsere Freude mit dran haben. So, kann ich irgendwie mit den Blumen, mit den Blumen kann ich nicht mit interagieren. Dann schauen wir doch mal nach, ob wir hier irgendwo hier Slowpoke Tail hier mit finden. Ich meine, das müsste dann entweder hier bei einem dieser Blümchen damit sein oder potenziell, so offen rumliegen. Okay, somit wurde die Frage schon mal hinreichend mit beantwortet. Und ja gut, deswegen gehen wir doch mal hin. Was haben wir hier? Da haben wir sogar einen Pokémon-Kampf. Nice! Hallo! Na? Wir machen jetzt mal genau dasselbe Spielchen wie in Scarlet und Violet. Also Candy in den Purpur. Wie man überhaupt nur diese Pokémon-Spiele so beschissen nennen kann. Ohne Mist. Das klingt ja so, wie als hättest du Hardcore und Soul-Silver mit Herz, Gold und Seelensilber genannt. Klingt doch genauso bescheuert. Oder Omega Rubin und Alpha Saphir. Wenn du quasi das so 1-1 ins Deutsch mit übersetzen würdest, dann würdest du quasi sagen, das wäre wie letzter Rubin und erster Saphir. Klingt doch genauso dämlich. Oder Mystery Dungeon, das wäre dann der mysteriöse Labyrinth. Also mysteriöses Labyrinth. Mysteriöser Kerker kannst du mit hernehmen. Klingt aber auch ziemlich eingeseift. Und du so feines, come on, Poliwag. Und du so feines, du kannst es tun, Sandred. Ja gut, dann sollen die ruhig halt eben ihre Späße mit haben. Also ich weiß eigentlich gar nicht, nee, eigentlich hättest du es ja gar nicht mal gewusst, dass du überhaupt ja so diese Sidequest mit hast. Ergo, hättest du nicht mal halbwegs damit gerechnet, dass du damit so eine Blume überhaupt nicht interagieren kannst, sofern es überhaupt da schon mit vorhanden gewesen wäre. Aber hier, kriegst du quasi mit wieder. XXX Defense 3. Oh, dementsprechend bekommen wir auch jetzt noch solche. Also... Neben den X-Items, die es so regulär mitgibt, gibt es auch hier quasi Double-X-Items, was quasi den Wert um 2 Stufen mit erhöht. Und jetzt haben wir quasi so einen mit 3 Stufen. Das ist sick. Alright, aber ich bin dann natürlich noch lange nicht fertig und du kannst sogar hier lang. Nice. Was haben wir hier so Feines? Ein Fenster. Ach so, du kriegst sogar Informationen, was du alles mitfindest. Megapod, Pichetto, Weebinet, Butterfree, Lidian, Kakuna, Noctowl, Ariados, Golbat. Aber ich glaube auch nur regulär. Durch den Randomizer hast du keine Ahnung, was du hiermit bekommen tust. Und deswegen gehen wir nochmal auf Route 31. Hier finden wir dann auch schon hier die ersten Pinnekos, die sich dann dementsprechend hier mit in die Luft jagen wollen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch hier mit Link rein und haben dann somit unsere Freude. Also, warte. Ich will mal wissen, ist es jetzt genau das, was ich mir hier vorstellen vermag? Also ich kann natürlich jetzt nicht sehr lang, aber... Ich kann diese jetzt nur selektieren.
Kann ich dich eigentlich... Nee, ich kann dich auch nicht irgendwie mit registrieren. Fehlt da nicht vielleicht irgendetwas? Oder muss ich da erst noch ein Event mit aktivieren? Oder wie hätten wir es da gerne? Auf jeden Fall, Pineco, du bist für mich ein statischer Encounter, deswegen darf ich dich hier einfangen. Ich möchte aber erstmal sehen, ob die sich... Ja, die setzen quasi alle Explosionen mit ein. Also muss ich ja relativ schnell machen. Habe ich... Nee, also ich habe ja leider keine Quickbälle. Dann versuchen wir dich erst nochmal mit einzufangen. Wenn mir die Gelegenheit dazu mitgegeben wird, so ein Pineco mit einzufangen. Aber ich denke, da machst du auch so, also nicht so, wie es im Elektrowerk mit ist, dass ich quasi jedes dieser Pokémon dort mit finden und dann idealerweise mit anfangen kann. Sondern dann werde ich hier lediglich nur eins mitfangen und den Rest wiederum, den werde ich dann erstmal so getrost ignorieren. Beziehungsweise dann können sich alle mit die Luft jagen, ist mir sowas dann egal. Iron Defense. Nice, wenigstens jemand, der auch hier nicht straight für eine Explosion mitgeht. Deswegen gehen wir auf ein Echoed Voice. Payback. Du hast schon mal ein bisschen Stabilität mit am Start. Das heißt, wir nehmen dich erstmal gerne mit. Wenn du auch drin bleibst. 1, 2, 3, drin. Sehr schön. Gut, dann können wir eigentlich die anderen hier ruhig zum Explodieren mitbringen. Ist mir vollkommen Wurst. Aber Hauptsache, wir nehmen den hier mit. Wenn ich einfach mal Nuss. Weil das wird dann später zu einer Nuss. Und wenn wir schon mit dabei sind, ich könnte jetzt entweder hier surfen oder ich könnte auch hier im Gras hingehen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier eine Runde surfen. Was für ein Routen-Encounter werden wir hier finden. Wobei ich schon mit sehen muss, ich bin jetzt schon wieder bei 35 Minuten, also heute wieder ein sehr langer Part. Aber das muss natürlich schon mal sein. Remoraid, okay. Remoraid mit Zipinico. Okay, dann nehmen wir das doch durchaus mit. Unser Ball, to go. Ich schmeiß erstmal wieder hier ein paar Bälle mit rein, wollte ich zumindest sagen. Ich wollte noch sagen, wir machen wieder genau dasselbe. Wir schicken Surprise mit rein, werden dann dementsprechend jetzt erstmal hier für ein Toxin mitgehen und es dann somit dann schwächen. Hat er mir gerade einen Critic Hit mehr reingezimmert? Ich glaube ja. So, bleibt drin. 1, 2, 3 drin. Sehr schön. Also ich glaube, vielleicht wäre es ja auch hier klüger mit gewesen, wenn ich hier lieber geangelt hätte. Deswegen ist das hier der Angelo. So Leute, wir sehen uns somit beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.